Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Montag, 10. Februar. Unser Andachtstext steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 und ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Dankt Gott in jeder Lebenslage, das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Wie geht es dir? Das werde ich oft gefragt. Und weil ich nicht immer weiß, was ich antworten soll, sage ich dann oft: Ich kann gar nicht genug klagen. Oder am liebsten gut. Oder ich benutze irgendeine andere Floskel. Denn einerseits weiß ich nicht, wie ernsthaft sich mein Gegenüber für mich interessiert und andererseits, wie meine Antwort gewertet wird. Was ist denn gut oder schlecht? Ich habe einen Freund, der mit 50 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat. Er kann nicht mehr arbeiten und ist daher in Frührente gegangen. Gott sei Dank hat er den Schlaganfall überlebt. Im Vergleich zu ihm geht es mir gut. Kürzlich traf ich einen Bekannten, der von Beruf Sohn ist, wie ich gern sage. Er hat keine finanziellen Sorgen, fährt ein tolles Auto und wohnt in einem wunderschönen Haus. Sein Tag ist gefüllt mit dem Besuch des Fitnessstudios, Liegen unter der Sonnenbank und Spielen auf dem Tennisplatz. Als ich ihn fragte, wie geht es dir, antwortete er: SCH. Einige Tage darauf begegnete mir mein Nachbar. Er ist blind seit seiner Geburt. Außerdem geht er mit zwei Krücken. Bei jedem Schritt, den er tut, denke ich, er stürzt. Ich fragte: Hallo Christian, wie geht es dir? Er antwortete: Super, ich bin glücklich. Da ging es mir schlagartig besser. Wenn ich jetzt auf der Skala von 1 bis 10 eine Wertung abgeben müsste, würde ich spontan 2 Punkte besser wählen. Gott will, dass es uns gut geht. So schrieb es der Apostel Johannes seinem Freund Gaius. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Nun hängt aber unser gefühlter Zustand eng damit zusammen, wie zufrieden und dankbar wir sind. Konfuzius sagte: Zufriedenheit bringt auch in Armut Glück. Unzufriedenheit ist Armut, auch im Glück. Umgekehrt ist der Wunsch, immer mehr zu haben, zu wollen, eine Quelle der Unzufriedenheit, wie Arthur Schopenhauer bestätigte. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Wer sich die Einstellung zu eigen macht, Gott in jeder Lebenslage zu danken, wie Paulus es im Andachtstext von den Christen erwartet, wird darüber staunen, wie gut es ihm dann geht. Wie geht es dir jetzt? Gerhard Mellert.